Alicia Joe hat ja vor kurzem ein Video über den Ketzer der Neuzeit und Ayan Golan gemacht, das ich persönlich auch ziemlich gut fand. Doch Ayan Golan ist da, glaube ich, anderer Meinung. Denn in ihrem Antwortvideo gab es relativ wenig Einsicht, dafür umso mehr Angriffe gegen Alicia. Aber wenn man mal in die Kommentare schaut, kam das Video gar nicht so schlecht an. Dafür gibt es unter dem Video von Alicia Joe bzw. von KuchenTV zu diesem Thema ganz schön viel recht harsche und unsachliche Kritik. Dieses Phänomen habe ich auch selber bereits häufiger beobachten dürfen. Als ich auf meinem Zweitkanal, nämlich den Ketzer der Neuzeit, einige Male kritisiert habe, waren meine Kommentare stets voller ziemlich harter und unsachlicher Kritik. Obwohl ich auf Bezeichnungen wie rechtsextrem, Nazi oder sonst irgendwelche bösen Unterstellungen ihm gegenüber verzichtet habe. Trotzdem wurde ich in den Kommentaren direkt zum Feind erklärt, aufgrund meiner Kritik. Ähnlich wie das halt ist, wenn man eine gewisse andere Bubble im Internet angreift. Da ich denke, dass der aktuelle Konflikt zwischen Alicia Joe und Ayan Golan exemplarisch für das Problem ist, möchte ich ganz kurz darauf eingehen, was tatsächlich an dem Video von Alicia Joe auch aus meiner Sicht zu kritisieren ist. Einmal die Einbettung der Statements. Alicia Joe hatte Ketzer der Neuzeit und Ayan Golan nach einer schriftlichen Stellungnahme zu den im Video aufgestellten Vorwürfen angefragt. Und Ketzer der Neuzeit hat auch tatsächlich auf diese E-Mail geantwortet und seine Antwort wurde folgendermaßen in das Video eingearbeitet. Die Antwort von Ketzer der Neuzeit blende ich euch jetzt ein. Ihr seid frei, das Bild anzuhalten und das Ganze zu lesen. Das nur am Ende für einige Sekunden einzublenden, ist auch aus meiner Sicht nicht optimal. Ich schätze, dass sich das so gut wie niemand durchgelesen hat, ich zugegebenermaßen auch nicht. Allerdings wüsste ich auch nicht wirklich, was eine bessere Option wäre. Am Ende von jedem Thema einmal die Stellungnahme vorzulesen, könnte eine Option sein. Allerdings kann es auch sein, dass man da nochmal gegenargumentieren müsste, falls dort wieder inhaltliche Fehler drin sind. Was ja wieder bedeuten würde, dass man selber das letzte Wort hätte und somit den Sinn einer Stellungnahme irgendwie verfehlen würde. Also so richtig gut funktioniert dieses Konzept der Stellungnahme meines Erachtens in diesem Videostil generell überhaupt nicht. Weiterhin könnte man noch kritisieren, dass der Titel "Wie rechte Influencer euch manipulieren" der Sache nicht so ganz gerecht wird. Ja, Ayan Golan und Ketzer der Neuzeit sind rechte Influencer und Alicia Joe hat an einigen Punkten schon recht gut gezeigt, wie sie euch manipulieren. Allerdings würde ich nicht sagen, dass die beiden wirklich stellvertretend für rechte Influencer stehen. Es hätte hier definitiv eine bessere Option gegeben, den Titel zu gestalten. Meiner Meinung nach ist das noch okay, ich clickbaite ja auch manchmal so ein bisschen, aber wenn man unbedingt möchte, wäre das noch ein legitimer Kritikpunkt, auch wenn ich persönlich den jetzt nicht so stark sehe. Aber Ayan Golan greift in ihrem Antwortvideo ganz andere Punkte an. Wie zum Beispiel, wo Alicia Joe aufgezeigt hat, dass Ayan Golan in Bezug auf ein RTL-Format die GEZ kritisiert. Dazu sagt Ayan Golan folgendes. Also wäre mir neu, dass Temptation Island und Co. jetzt auf den Öffentlich-Rechtlichen laufen? Das wäre mir auch neu. Aber es macht auch keinen Unterschied, ob ich zwanghaft oder freiwillig den Sender finanziere. Die Kernfrage ist doch, warum wir in einer Gesellschaft leben, in der es normal ist, dass Jugendlichen zu viel übersexualisierte Inhalte vorgeschlagen werden. Der gezeigte Videoausschnitt war ein Beispiel dafür, dass man heutzutage nicht mehr den Fernseher anmachen kann, weil die Kinder eben zu freizügige Menschen zu Gesicht bekommen. Und außerdem gibt es auch vom Öffentlich-Rechtlichen bezahlte Formate, die nichts für Kinder sind. Ganz einfaches Beispiel, Funk mit dem Kanal Auf Klo. Ach so, jetzt lag sie also doch richtig, weil es gibt ja noch Funk und andere Formate und es war ja generell ausgedrückt. Ach come on, du hast in Bezug auf irgend so eine RTL-Trash-Sendung gesagt, dass wenn man den Fernseher aus dem Fenster schmeißt, man immer noch GEZ zahlen muss. Das ist ganz klar aufeinander bezogen. Ich meine, du darfst gerne kritisieren, dass die Fernsehsendungen zu sexuell freizügig sind und so weiter. Ist vollkommen okay. Aber sehe ein, dass du hier einen Fehler gemacht hast. Das wirkt so viel besser, als wenn man hier auf Krampf noch jeden Punkt verteidigen muss. Was mir eher wieder diese Shoyoka-Vibes gibt, aber noch wilder war es beispielsweise hier. Achtung,
Jetzt kommt mal meine persönliche Meinung. Vielleicht habt ihr mitbekommen, dass schon vor 2 Jahren sehr, sehr, sehr viele Gelder gegen rechts ausgegeben worden sind. Auch jetzt werden immer noch Millionen Euros gegen rechts ausgegeben. Und das könnte vielleicht auch mit den bevorstehenden Wahlen in Zusammenhang stehen. Ich weiß natürlich nicht, wer aus diesem Topf Geld bekommt. Fakt ist aber, dieses Geld ist vorhanden und wird natürlich auch ausgegeben. Ja, bestimmt. Der deutsche Staat hat Alessia Joe Geld bezahlt, um Videos gegen rechte Influencer zu machen. Welche Symbolik der Freimaurer hat dir das denn im Video von Alessia Joe gezeigt? Ich weiß es nicht. Vor allem, da sie ja auch Videos gegen Jan Böhmermann zum Beispiel von den Öffentlich-Rechtlichen gemacht hat. Wenn man unbedingt wollte, hätte man hier vielleicht noch kritisieren können, dass Alessia Joe sich jetzt verpflichtet gefühlt hat, auch Videos gegen jemanden Rechten zu machen, weil sie zuletzt gegen die andere Seite geschossen hat, um sich eben in der Mitte positionieren zu können. Und deshalb habe ich mir überlegt, ja, also jetzt, wo ich es mir mit der einen Seite verscherzt habe, kann ich doch gleich auf der anderen Seite weitermachen. Ich möchte heute mit euch über Anti-Woke-Influencer reden. Das wäre ja noch so ein halbwegs okayer, wenn auch nicht inhaltlicher Kritikpunkt. Aber so wirkt das Ganze einfach nur lächerlich. By the way, Leute, falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Abonniert auch meinen Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt. Also selbst wenn ihr ideologisch auf der Seite von Ayn Golan steht, müsst ihr doch einsehen, dass dieses Video argumentativ einfach nicht stark war. Ich denke, die meisten wissen das auch, aber sie wollen einfach zusammenhalten, da sie für eine Seite kämpfen wollen. Ähnlich wie man das bei der Vogue-Bubble in letzter Zeit gesehen hat, wenn man beispielsweise Shuyoka kritisiert. Egal ob sie richtig oder falsch lag, man hat auf Krampf alles verteidigt, einfach nur damit man der richtigen Seite helfen konnte. Und dass sich einige Rechte jetzt wie Wokies verhalten wollen, sagen sie auch ganz offen. Wir dürfen nicht von uns auf andere schließen. Die meisten Leute sind komplett anders gepolt. Die meisten Leute müssen zu einem gewissen Punkt dorthin geprügelt werden, wo man sie haben will. Die müssen gesagt bekommen, ja, du bist ein Stück Dreck. Du bist Abschaum, wenn du das anders siehst. Du bist Abschaum, wenn du das so siehst wie die. Du bist Abschaum, wenn du auf der Seite vom Regime stehst. Und du bist ein böser Mensch. Das ist, was die hören müssen. Was denkst du denn, warum die Linken seit Jahrzehnten denen genau das in die entgegengesetzte Richtung erzählen? Das äußert Shlomo Finkelstein, ehemalig bekannt als die vulgäre Analyse, ganz offen in seinem Stream. Was ich einerseits extrem unklug finde und andererseits sehr, sehr schade. Unklug deswegen, weil man in letzter Zeit immer wieder sieht, wie diese Strategie zunehmend kritisiert wird von immer mehr Leuten und anscheinend nicht besonders gut aufgeht. Und viel wichtiger eigentlich, schrecklich für jede Diskussion. Denn wenn man sich nur noch gegenseitig vorwirft, dass der andere ein schlechter Mensch ist, kann man ja überhaupt nicht mehr über das Thema diskutieren. Schreibt eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder.